Er ist eine der Stimmen der Bewegung im Iran. In seinen Songs und auf der Straße. Wenn wir uns nicht auf unsere Straßen trauen, was sind wir dann? Sklaven? Bis man ihn fasste. Er schrieb, ein Peugeot mit getönten Scheiben ist gerade in die Straße gefahren. Ich bin mir sicher, dass sie ihn Tag und Nacht foltern. Was passiert jetzt mit Chumash? Und wie sind die Chancen der Bewegung im Iran? Wir brauchen keine Zuschauer. Schließt euch uns an. Vergangenen Herbst im Iran. Die Menschen gehen auf die Straße. Einer ihrer Wortführer ist ein Mann namens Toumach Salehi. Die meisten Protestierenden wegen Mahsa Aminis Tod sind zwischen 15 und 25 Jahre alt. Ihr Protest richtet sich gegen die Ermordung ihrer Mitbürgerin und 43 Jahre Schikane gegen die iranischen Frauen. Wie kann man sie alleine lassen? Über Instagram wendet sich der Rapper immer wieder an seine Fans. Wem gehören denn diese Straßen? Wessen Erbe sind diese Straßen? Dieses Land gehört uns. Es gehört seinem Volk. Wenn wir uns nicht auf unsere Straßen trauen, was sind wir dann? Sklaven? Nein. Wenn wir so sehr Angst haben, wenn ich so sehr Angst habe, wie kann ich noch in den Spiegel schauen? Was sehe ich im Spiegel? In seinen Texten hat er immer wieder das Regime angegriffen. Im Song Rattenloch aus dem Jahr 2021 rät er den Helfern des Regimes, sich schon mal um Verstecke zu kümmern, für die Zeit, wenn es zur Revolution kommt. Im Song Omen sagt er dem Regime dessen Zukunft voraus. Alle würden bald zur Rechenschaft gezogen. Das liest er aus dem Kaffeesatz. Dieses Video wird noch wichtig werden, aber der Reihe nach. Als ich das erste Mal gehört habe, was Toumach rappt, dachte ich mir, krass, weil solche Texte sind eigentlich in der Islamischen Republik wie Selbstmord. Ich konnte es eigentlich ehrlich gesagt nicht glauben, dass jemand das rappt und in Iran lebt und noch nicht im Knast ist. Auch nach Wochen der Gewalt des Staates zeigt er sich weiter öffentlich auf Demonstrationen und fordert sogar ganz persönlich den Vorsitzenden des iranischen Parlaments heraus. Herr Ghalibaf, mach keine Faxen. Hau schnell ab. Jetzt sind die Rattenlöcher noch günstig, glaub mir. Die werden noch 50-fach teurer. Ich habe auch ein bisschen Wirtschaft studiert. 1000 Dollar jetzt werden 50.000 bis dahin. Wir schlafen nicht. Schau dir meine Augen an. 4 Stunden Schlaf reichen mir am Tag. Wir machen euch fertig. Wir lassen euch nicht in Ruhe. In einem Interview auf seinem eigenen YouTube-Kanal hatte er ein paar Wochen vor den Protesten noch die Fragen seiner Fans beantwortet. Was müsste passieren, damit du aufhörst, Protestsongs zu rappen? Was passieren müsste? Ich müsste sterben. Eine seiner engsten Freundinnen bekommt das alles aus der Ferne mit, aus Deutschland. Negin ist Studentin in Deutschland. Sie und Toumach haben sich über Social Media kennengelernt. Sie kommunizieren fast jeden Tag über WhatsApp und telefonieren. Und sie bekommt auch mit, wie die Behörden Toumach immer näher kommen. Irgendwann bittet er sie, seinen Insta-Kanal weiterzuführen für den Fall, dass er festgenommen wird. Weil, ja, wenn ich vom Herzen sprechen soll, dann... Es ist besser für mich, von meiner Muttersprache sprechen. Wie war das, als er dir den Kanal übergeben hat?
Er war sehr besorgt, festgenommen zu werden und dass dann auch seine Anhänger die Hoffnung verlieren. Daher wollte er, dass, wenn er festgenommen wird, ich die Kanäle genauso weiterführe wie vor seiner Festnahme. Verfolge die Linie weiter. In den Aufrufen müssen Studierende und Arbeiter Priorität haben. Unterstütze keine Partei oder politische Gruppe. Schreib nicht viel über die Gefangenen, nur wenn es ihnen sehr schlecht geht. Der Fokus muss offensiv sein, nicht defensiv. Es gibt kein Jammern. Die Macht ist in unseren Händen. Es ist immer Zeit des Widerstands. Das hat er mir am 28. Oktober geschrieben, einen Tag vor der Festnahme. Tumosch wechselt jeden Tag seinen Schlafplatz. Zuletzt versteckt er sich mit Freunden in dieser Wohnung. Wir sprachen gerade miteinander und dann war plötzlich sein Internet weg. Er schrieb mir dann nach einer halben Stunde: Ich glaube, sie haben mich gefunden. Mein Internet war kurz weg. Ich sagte: Ja, das glaube ich auch. Geh schnell woanders hin. Er schrieb: Ich hoffe, die Nachricht kommt an. Ein Peugeot mit getönten Scheiben ist gerade in die Straße gefahren, hat paar Minuten gewartet und ist wieder weggefahren. Wahrscheinlich checken sie gerade die Umgebung und kommen dann mit Verstärkung wieder. Ich schrieb: Hau schnell ab, es ist sehr gefährlich. Das war meine letzte Nachricht. Er schrieb: Sie kommen mit mehreren Leuten, um uns festzunehmen. Eine Stunde später wurde schon berichtet, dass er festgenommen wurde, mit einem Foto von ihm mit verbundenen Augen. Nach einer Woche meldeten sich Mithäftlinge, die entlassen wurden, über Twitter bei mir und sagten, es gehe ihm sehr schlecht. Er werde gefoltert. Sie hätten sein Bein und seine Finger gebrochen, auch schwere Schläge auf den Kopf gegeben. Sie sagten, er sei auch ein paar Tage kaum bei Bewusstsein gewesen. Ein Mithäftling hat mir sogar geschrieben, dass er Tumac Stimme gehört hat. Er meinte, Tumac hätte während der Folter in Einzelhaft seine Texte gerappt und gesungen. Die Anklage lautet: Krieg gegen Gott. Tumac droht jetzt die Todesstrafe. Im Iran wäre es unmöglich, an die Gefängnisse oder an ihre Mitarbeiter heranzukommen. Vor allem dort, wo die politischen Gefangenen sitzen. Aber mit Hilfe von Kolleginnen vom NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung haben wir jemanden gefunden. Hier in Deutschland. Wir treffen jetzt gleich einen Iraner, der bis vor einem Monat noch als Gefängniswärter in Iran gearbeitet hat und der uns über die Situation dort berichten möchte. Er hat mehr als 10 Jahre in verschiedenen iranischen Gefängnissen gearbeitet. Das konnten wir anhand von Dokumenten verifizieren. Er sagt, er sei schon lange gegen die Regierung. Gefoltert habe er nie. Er habe seinen Job nicht mehr ertragen, aber zu kündigen hätte ihn verdächtig gemacht. Also hat er den Iran verlassen. Wer foltert? Das haben die verantwortlichen Sicherheitsleute gemacht. Leute aus ihren eigenen Kreisen. Wir kannten die nicht. Sie können von den Revolutionsgarden oder vom Geheimdienst gewesen sein. Die verantwortlichen Wärter aus unserem Team gingen aber auch mit. Was haben Sie von den Folterungen mitbekommen? Wir bekamen mit, dass die Leute, die in diese Räume gingen, gefoltert werden sollten. Der Abstand zu uns war 20 Meter. Wir konnten die klar hören, aber wir durften dann nicht den Raum betreten. Sie haben sie mit Handschellen an Metallstangen festgebunden, die quer an der Wand angebracht waren, rund ums Zimmer. Sie haben sie mit Füßen getreten, mit Fäusten oder Schlagstöcken geschlagen oder sogar mit Elektroschockern gefoltert. Wie war das unter Ihnen und den anderen Wärtern? Gab es auch andere kritische Stimmen? Mit 2 von ihnen habe ich mich gut verstanden. Die dachten so wie ich. Aber die meisten sagten, wir bekommen unser Gehalt von denen, unsere Familien leben davon, wir müssen auf deren Seite sein und so weiter. Die meinten, die Demonstranten wären nur Unruhestifter. Denken Sie, der Umgang mit bekannten Persönlichkeiten ist anders? Ich denke, mit bekannten Persönlichkeiten schon.
da die Sache mit der Folter normalerweise wegfällt. Aber Toomuchs Fall sieht anders aus. Seine Songs sind politisch, gegen die Regierung gerichtet. Seine Stories, alles. Das ist ein anderer Fall. Ich bin mir sicher, dass sie ihn Tag und Nacht foltern. Was denken Sie, wird das Schicksal von Toomuch sein? Ich denke nicht, dass er so einfach freigelassen wird. Aber hinrichten werden sie ihn wahrscheinlich auch nicht. Aber gut, denen ist alles zuzutrauen. Trotzdem, immerhin hat Toomuch seine Unterstützer. Davor haben sie auch Angst. Nicht, dass noch ein Problem entsteht, wenn sie ihn hinrichten. Aber er wird auf jeden Fall gefoltert. In Deutschland finden seit Monaten jedes Wochenende Proteste der iranischen Diaspora statt. Kurz vor Weihnachten in Berlin ist auch Toomuchs Onkel dabei, der seit 40 Jahren in Deutschland lebt. Wir gehen jetzt zu einer Demo, wo der Onkel von Toomuch Salehi auftritt und auch eine Rede hält. Hier wird das alte Volkslied O Iran gesungen, aus der Zeit vor der Islamischen Republik. Toomuchs Onkel weiß ein bisschen mehr über den Gesundheitszustand seines Neffen. Haben Sie neue Infos? Er wurde so schwer gefoltert, dass er eine Woche nicht sprechen konnte. Er kann nur schwer laufen und humpelt sehr stark. Auf einem Auge kann er momentan nicht sehen. Vielleicht nie wieder. Doch bei diesen Demos geht es um mehr als Toomuch und andere politische Gefangene. Es geht um Identität. Meine Eltern kommen aus dem Iran. Ich war sehr oft dort. Für mich ist Iran nicht dieses bedrohliche Land aus den Nachrichten, nicht nur Atomprogramm und religiöse Fanatiker, sondern Besuch bei der Familie. Das bin ich mit 11. Menschen, die das Leben lieben. Fahrten durch das Gebirge. Das beste Essen gleich am Straßenrand. Aus dem Kofferraum verbotenen Alkohol trinken. Lachen und Vorbeileben an Regeln, die viele ablehnen. So wie mein Onkel. Hier, an dem Schild steht, Einlass nur mit korrektem Schleier. Film das, damit die Leute in Deutschland sehen, was hier los ist. Baden durch einen Sichtschutz getrennt von Frauen. Immer überwacht von der Sittenpolizei. Und erst in den eigenen vier Wänden wieder frei sein. Es gab ihn immer, den leisen Widerstand. Und es waren schon immer viele, die sich immer mehr zurückzogen, voll stiller Verachtung für das Regime und seine Regeln. Ich denke halt, schade um das Land, schade um die Menschen, auch um die Kultur. Also, weil was seit 44 Jahren da passiert, ist halt im Endeffekt eine versuchte kulturelle Umwälzung in Richtung von einem strengen Islam nach deren Vorstellungen. Und darunter wird halt ganz viel, was es an Kultur eigentlich gibt in Iran, wird halt versucht zu vernichten und auch zum Teil wird es auch vernichtet. Hallo Leute. Toomuch liebt seine Heimat und die Berge in seiner Provinz Çarmıhalı Bahçeli. Es ist das Paradies hier.
Da wäre ich fast runtergefallen. Ich wollte hier gerade mal 10 Sekunden ein Insta-Live machen. Da geht hier der Sturm los. Tumas Onkel hat uns zu sich nach Hause eingeladen. War er ein guter Schüler? Ja, sehr clever. War er auch fleißig? Ja, er hat 2 Abschlüsse als Ingenieur. Unsere Familie hat eine Geschichte. Wir sind seit 4 Generationen im Widerstand gegen verschiedene Diktaturen. Mein Großvater, mein Vater und ich, unsere Kinder, kämpften immer für Freiheit, Gerechtigkeit im Iran und für die Würde des Volkes. Die Menschen im Iran kämpfen schon seit über 100 Jahren immer wieder für Freiheit und Demokratie. Nie waren dabei Geistliche an der Macht. Aber gerungen wurde immer auch um die Rolle des Islam. In den 30ern will der damalige Schah Reza Khan das Land modernisieren. Er verbietet die traditionellen Schleier. Sie werden öffentlich verbrannt. Das provoziert viele, vor allem Konservative. Darunter ein junger Mann, Ruhollah Khomeini. Er wird in der Geschichte des Iran später noch eine wichtige Rolle spielen. In den 50ern schlägt das Pendel in Richtung Demokratie. Mohammad Mossadegh wird vom Volk zum Premierminister gewählt. Er will das Land unabhängig machen und die Ölvorkommen verstaatlichen. Bislang sind die in den Händen der Briten. Der gewählte Premier Mossadegh legt sich mit dem Westen an. Und mit dem vom Westen unterstützten Schah. Mossadegh war nun populärer als der Schah. Seine Verbeugung war nur angedeutet und der Händedruck von beiden Seiten kühl. 1951. Viele Menschen gehen auf die Straße. Gegen den Schah und für den Premierminister. Doch Mossadegh wird zu viel Nähe zur Sowjetunion vorgeworfen. Der neue US-Präsident Eisenhower und sein Außenminister Dulles sahen schon den gesamten Mittleren Osten unter sowjetischen Einfluss geraten. Also musste Mossadegh gestürzt werden. Durch einen organisierten Putsch kommt der Schah wieder an die Macht. Mossadegh kommt lebenslang unter Hausarrest und die Ölindustrie bleibt in westlichen Händen. 1963. Der Schah ist wieder an der Macht, auch dank der USA. Er modernisiert das Land, führt das Wahlrecht für Frauen ein, früher als in einigen europäischen Staaten. Frauen konnten nicht nur wählen, sondern sich auch zur Wahl aufstellen. Die Macht blieb aber beim Schah. Teheran in den 70ern. Was diese Bilder nicht zeigen, viele im Iran beklagen einen Sittenverfall. Andere leben in Armut. Politische Freiheit gibt es nicht. Wieder regt sich Widerstand. Aus allen Richtungen. Auf dem Universitätsgelände in Teheran versammelten sich 20.000 Menschen, vor allem Schüler und Studenten. 1978. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße. Linke Intellektuelle demonstrieren genauso wie streng religiöse Menschen. Gegen den Schah und die USA. Auf immer mehr Demos wird nun sein Foto hochgehalten. Ayatollah Khomeini, der Mann, der schon in den 30ern gegen die Säkularisierung war. Das ist der große Gegenspieler des Schah, auf den das Volk in Persien jetzt wartet. Ayatollah Khomeini, seit 15 Jahren im Exil. Er will eine islamische Republik im Iran errichten. Als der Schah schließlich das Land verlässt, kehrt Khomeini zurück. Ayatollah Khomeini auf dem Flug von Paris nach Teheran. Es ist der Anfang vom Ende der Hoffnung auf Demokratie. Erstmals in der Geschichte Irans ergreifen Geistliche die Macht. Vor dieser Mädchenschule soll Khomeini heute Nachmittag seine Audienz geben, nur für die Frauen. Aber ist das gerecht, wenn die Frauen sich jetzt ganz schwarz anziehen müssen und sie nicht mehr richtig zeigen können? Doch viele sind schon damals gegen eine islamische Republik. Seit Donnerstag protestieren die Frauen in Teheran dagegen, dass sie wieder den traditionellen Körperschleier tragen sollen. Für sie Symbol der Vergangenheit.
Tumats Onkel hat sein Leben lang für Demokratie gekämpft. Erst gegen den Schah, später gegen die religiöse Diktatur. Wie sein Neffe saß Erbali lange im Gefängnis. Er hat noch die Zeitungen, in denen sein Name steht. Wir waren alle politische Gefangene. Ich sehe hier die Namen vieler Freunde, die später getötet wurden. Tumats Familiengeschichte ist eine des Widerstands. Aus meiner Familie wurde mein 18-jähriger Bruder getötet, mein 19-jähriger Bruder. Ich habe weiter Widerstand geleistet. Ich bin erst ins Exil gegangen, als ich glaubte, dass es für den Widerstand besser wäre. Aber der Widerstand hat nie aufgehört. Und in dem Moment, als ich meinen Fuß über die türkische Grenze gesetzt habe, habe ich geschworen, dass ich, solange ich lebe, für Freiheit und Demokratie kämpfe. Widerstand ist nicht nur Angriff, sondern auch Zurückhaltung. Tumaj hätte nicht festgenommen werden müssen. Es wäre viel besser, wenn er noch draußen wäre. Einen Monat nach seiner Festnahme werden zum ersten Mal wieder Bilder von Tumaj veröffentlicht. Sie zeigen ein angebliches Geständnis. Das Regime hat das Musikvideo von seinem Song Omen umgeschnitten. Diesmal reicht der Vernehmer Tumaj demonstrativ einen Zettel. Ja, Musik kann zur Gewalt führen. Das war ein Fehler von mir. Ich entschuldige mich bei Ihnen und bei der Gesellschaft für die Gewalt, die ich verursacht habe. Ich wünschte, ich kann mich jetzt nur entschuldigen. Ich wünschte, ich könnte jetzt das Gegenteil tun. Kurz danach richtet das Regime die ersten Menschen hin, wegen angeblicher Angriffe und Morde an Milizen des Regimes. Anfang Dezember. Der Musiker Mohsen Chekhodi, verurteilt für Krieg gegen Gott. Genauso wie der 23-jährige Majid Reza Rahnavard, ein Amateurringer aus der konservativen Stadt Mashhad. Er soll im Staatsfernsehen als Ungläubiger vorgeführt werden und bleibt bis zum letzten Moment bei seinen Überzeugungen. Was hast du in deinem Testament geschrieben? Wo sie mich begraben sollen. Ich will nicht, dass sie weinen. Sie sollen nicht den Koran lesen oder für dich beten? Nein, sie sollen fröhliche Lieder hören. Seit über 40 Jahren tötet die Islamische Republik ihre Gegner. Jetzt gerade schaut die Welt noch hin. Einen Monat nach den ersten Hinrichtungen geht es weiter, im Januar. Gestern gab es nach einigen Wochen zum ersten Mal wieder Hinrichtungen. Und zwar wurden Mohammed Mehdi Kalami und Mohammed Hosseini hingerichtet. Hier trauert der Vater von Mohammed Mehdi Kalami. Und morgen sollen jetzt schon die nächsten beiden Hinrichtungen stattfinden. Und in iranischsprachigen Online-Medien kursieren Bilder, wie sich Menschen vorm Gefängnis sammeln. Auch die Mutter eines der zum Tode Verurteilten. Bisher wurde ihr Sohn nicht hingerichtet, aber das könnte jeden Tag passieren. Ich bin nicht verrückt, dass ich mein Leben riskiere, denn das hier ist kein Glücksspiel, es ist eher wie Schach. Es ist komplett berechenbar. Im Laufe der Geschichte hat immer das Volk gesiegt. Diktaturen haben nie auf lange Zeit überlebt. Die zentrale Frage ist ja, was wollen die Menschen im Iran wirklich? Unabhängige Umfragen gibt es nicht, aber es gibt iranische Forscher, die versuchen, aus Europa über Online-Umfragen die Einstellungen der Menschen im Land zu messen. Dabei konnten sie über 50.000 Menschen erreichen
Und die Ergebnisse davon sind sehr spannend. 68% wollen überhaupt keine religiösen Vorschriften durch den Staat. 14% wollen religiöse Vorschriften. Und zum Beispiel 72% sind gegen die Kopftuchpflicht. Viele sagen, Iran ist sowas wie ein reales Experiment, das zeigt, wie man die Menschen am schnellsten von ihrer Religion abbringt. In dieser Umfrage sagen rund die Hälfte der Leute, dass sie im Laufe ihres eigenen Lebens weniger religiös geworden sind. Wenn ihr mehr über die Studie wissen wollt, dann schaut mal in der Videobeschreibung. Was sagt das Regime eigentlich zu seinen Gegnern? Der oberste Führer Khamenei sieht die Proteste als vom Ausland gesteuert. Es war der Versuch, über Medien wie Fernsehen, Satellit und Internet Unruhe zu stiften. Der Feind hat alle Mittel aufgefahren. Gleichzeitig will er beschwichtigen. Frauen, die nur ein bisschen die Haare offen tragen, zum Beispiel einen lockeren Hijab. Diese Frauen, die sind auch unsere Töchter. Die Führung weiß wohl, wie groß der Anteil ihrer Gegner im eigenen Land ist. Über Jahrzehnte haben die jungen Iranerinnen Wege gefunden, trotz der Diktatur gewisse Freiheiten auszuleben. Als Journalisten können wir nicht frei im Iran drehen. Es gibt aber Blogger, die aktuell bemerkenswerte Bilder aus Teheran zeigen. Sicher nicht repräsentativ, aber eine gewisse Normalität und auffällig viele Frauen ohne Kopftuch. Doch politische Interviews kann man nur geheim führen. Ein Kollege vor Ort trifft für uns eine Frau, die an den Protesten teilgenommen hat. Wir haben jetzt eine neue Form von Protest. Zu bestimmten Uhrzeiten wird laut von Dächern ausgerufen. Ich nutze dann einfach meinen Lautsprecher, packe den an mein Fenster und mache Musik an, die in Verbindung mit den Protesten steht. Und was bedeutet die Festnahme von bekannten Kritikern, Leuten wie Toomaj? Diese Regierung will damit zeigen, dass sie ganz einfach auch einflussreiche Figuren, die in unserer Gesellschaft Schlüsselrollen innehaben, behandeln können, wie sie wollen. Dass die Macht in ihren Händen liegt. Ich weiß nicht, ob diese Bewegung so erfolgreich sein wird, wie alle sagen. Aber ich bin mir sicher, dass diese Bewegung stärker geworden ist. Wie eine Raupe, die zum Schmetterling wird und fliegen will. Aber vielleicht braucht es einfach noch mehr Zeit. Toomajs Freundin Negin und Millionen andere Iranerinnen und Iraner im Ausland protestieren weiter, wie hier in Düsseldorf. Wie groß ist deine Hoffnung, dass diese Bewegung zum Erfolg führt? Hoffnung habe ich nicht. Ich bin mir sicher, dass es bald passieren wird. Jede Frau hat in dieser Gesellschaft die Rolle eines Dynamiten, welcher explodieren und die Gesellschaft in Richtung bessere Welt, eine Welt der Gleichberechtigung führen kann. Die Zukunft Irans, das ist schwierig. Entweder sehr schlecht oder sehr gut. Was denkt ihr über die Lage im Iran? Schreibt's gerne in die Kommentare und bleibt dabei bitte respektvoll. Und wenn ihr euch weiter für die Region interessiert, wir waren letztes Jahr in Afghanistan und haben diesen Film gemacht. Und auch über Iran gibt's weitere Filme bei Funk.